Mein Lieblingsspiel ist Civilization 6 gewesen in letzter Zeit. Am meisten habe ich gespielt, weil mich die Spielwelt wirklich gefangen genommen hat, war Skyrim. Da habe ich viele, viele Stunden mit verbracht. Und was ich noch sehr außergewöhnlich fand, war zuletzt das Spiel Dishonored 2, weil mir das Setting sehr gut gefällt und die Geschichte in dem Spiel. Was motiviert dich, mit Kindern und Jugendlichen Spiele zu testen? Erstmal ist es so, dass wir, wie soll ich sagen, das erweitert auch meine Horizonte. Also wie Kinder und Jugendliche sich den Spielen annähern, was sie daraus ziehen, wo sie ihren Spaß hernehmen. Das ist immer interessant zu beobachten und vor allen Dingen ist das auch für mich in der pädagogischen Arbeit ein ganz wichtiger Gradmesser, Kinder und Jugendliche beim Spielen zu beobachten, um einfach auch mehr über die Kinder und Jugendlichen zu erfahren und mit denen dann pädagogisch zu arbeiten. Naja, es gibt drei Probleme, die sich immer darstellen. Erstens können wir im pädagogischen Kontext oder zumindest in unserer institutionellen Anbindung können wir nicht alles spielen, was die Jugendlichen spielen wollen oder in ihrer Freizeit spielen. Das ist ein großes Handicap, weil wir können gerne über die Spiele sprechen, aber die sind dann meistens eben nicht altersgerecht oder irgend so etwas. Wo es auch manchmal ein gewisses Geschick braucht, ist, eine Gruppe zu einem oder zwei Spielen während der Testphase zu bringen, weil die Spielen ist freiwillig, jeder sucht sich sein eigenes Ding raus, was ihm Spaß macht. Und da wirklich die Gruppe zusammenzuhalten und zu sagen, ja, jetzt machen wir aber dieses Spiel. Ja, gut, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Zurzeit ist es für mich ein bisschen leichter, weil halt die Gruppengröße bei mir sehr klein ist. Höchstens zwei, drei Jugendliche auf einmal, aber ich arbeite eben auch viel mit Jugendlichen alleine. Und da ist es natürlich sehr viel leichter. Ich merke auf jeden Fall, dass viele von den Kindern und Jugendlichen mir im technologischen Bereich einen riesen, also Vorsprung haben, mir viel zeigen, wenn es um experimentelles Spiel geht. Also das Spiel nicht einfach nur zu spielen, sondern drumherum, was ist noch möglich mit so einem Spiel? Da sind die Kinder und Jugendlichen für mich manchmal sehr viel weiter, gerade wenn es um Modifikationen von Spielen geht oder wenn es um alternative Spielmöglichkeiten geht und so weiter und so fort. Das ist etwas, wo ich dann sagen kann, okay, da kommen Kompetenzen rüber, die ich vorher für mich selbst so nicht erschlossen habe, weil ich auch versuche, Spiele so zu spielen, wie sie sind und nicht mit dem Spiel sozusagen zu spielen. Das Feedback von den Jugendlichen ist, dass sie relativ schnell merken, dass wir eine Testergruppe sind. Dass sie merken, dass sie sich nicht nur bei uns treffen, um Computerspiele zu spielen, sondern wirklich Texte zu verfassen, sich die Hintergründe von den Spielen nochmal ranzuschaufeln, zu recherchieren. Was steckt eigentlich hinter der Geschichte? Wo kommt das her? Wer hat das Spiel entwickelt? Gibt es da schon andere Reihen oder irgend so etwas, die das auch besser gemacht haben oder schlechter gemacht haben? Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Bereich, weil spielen wollen sie immer ganz schnell, aber wenn sie dann merken, dass das auch Arbeit ist oder so und dass wir wirklich ein ernsthaftes Resultat aus diesen Tests haben wollen, dann sind sie eigentlich mit etwas mehr Ernst bei der Sache, sagen wir mal so.